Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Pascal Nien und ja, hier mit einem neuen, ganz bestimmten Video, das ich leider mit dem Handy aufnehmen muss, ja, weil mein Laptop leider kaputt ist, aber naja. Okay, wir werden Spiele testen für die PS3 und vielleicht kommt irgendwann mal ein PC dazu. So, ich habe jetzt vor mir liegen einmal die Sims 3, einfach tierisch, und einmal Heavy Rain und ja. Ich würde sagen, fangen wir an mit die Sims 3. So. Naja, dann geht's jetzt mal los. Und es lädt und lädt. Entschuldigung. Ja. So, dann haben wir die Sims 3 einfach tierisch. Starten. Teste drücken. Ach, Starttaste drücken mache ich mir noch. EA Games. Die Sims 3. Einfach tierisch. Gehen wir weiter. Naja. Es wird zu jedem Video was Positives und was Negatives geben. Und ja, ich würde sagen. Wollen wir mal gucken und so werden auch bald unsere Let's Plays entstehen für die PS3. Wir können ja erstmal Hinweise können wir uns ja erstmal angucken. Also es hat schon mal auf jeden Fall ein Spiel. Ja. Man kann hier mein Studio, das ist schon mal ein Nachteil an diesem Spiel. Und zwar, passt auf, ich gehe jetzt auf mein Studio und oh. Nee, das war er doch gar nicht. Hier, Edgecam. So, gehen wir drauf. Stell Verbindung zum IA-Server her. Leider kann derzeit keine Verbindung zum IA-Server aufgebaut werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. So, und dieses versuchen Sie es bitte später noch einmal, versuche ich jetzt mittlerweile seit 2 Monaten. Und es passiert einfach nichts. Das ist ein Nachteil an die Sims 3, einfach tierisch. So, dann. Play Store, das ist für ganz neue Sachen, für Klamotten, gibt es da ja immer verschiedene Updates. Die kannst du dir dann da runterladen. Okay. Hinweise gucken wir uns jetzt mal eben an. So, hier, Handbuch Teil 1 Übersicht, Handbuch Teil 2, erstelle einen Sims oder ein Tier. Handbuch 3, Live-Modus, Handbuch Teil 4, Stadtkarte. Also du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, immer irgendwas nachzulesen. Also daran scheitert es auf jeden Fall schon mal nicht. Okay. Hier, Ansicht zentrieren und drehen. Das habe ich schon alles erledigt. Angeguckt, Bedürfnisse bei Laune bleiben und Belohnung und Kammer befreit. Okay. Zu den Optionen. Halt, ne? Selbstständigkeitslevel und da kannst du halt Sim. Lebensdauer, also du kannst echt hier unsterblich und lang, normal, kurz, sehr kurz. Also, ne, du hast die Möglichkeit, auf jeden Fall immer irgendwelche Optionen umzustellen und ja, Hinweise, Tutorial aktivieren und weiter. Und Horizont, Kameraführung und hast du nicht gesehen, ne? Naja, dann kommen wir mal zu dem. Was passt du denn? Also, okay, Soundeinstellungen. Hier kannst du einfach alles machen. Mitwirkende kennt halt jeder. Ist was für ein Popo, aber bei den Sims 3 ist das eine positive Sache. Da ist wenigstens ein Bild im Hintergrund, was sich auch, glaube ich, wechseln lässt. So, wollen wir jetzt mal nicht weiter angucken. Gehen wir auf genau mein Studio. Das war mal gerade drin, da wollte ich gerade gar nicht. Da siehst du mittlerweile, was du alles eingerichtet hast, Benutzer-App und Klamotten, die du dir runtergeladen hast. Und ja, da ich das aber nicht gemacht habe, brauche ich es nicht. Dann gehe ich auf Spielen. Ich würde sagen, ich gehe auf Fortsetzen, damit man mal kurz ins Spiel reingucken kann. So. Auf jeden Fall werden wir damit irgendwann Let's Plays anfangen. Vielleicht auch sogar heute schon das erste Sims 3 Let's Play. Ich hoffe, ich kriege heute viele Bewertungen, viele Kommentare, was wir Let's Playen sollen von diesen beiden Spielen.
als nächstes. Ja, ich wollte Skyrim, wollte ich mit euch noch zu Ende spielen. Das werde ich dann alles halt mit dem Handy aufnehmen müssen, was etwas Schitte wäre. Aber ist ja egal. Es wird auf jeden Fall jetzt jedes Mal so ein PS3-Film rauskommen für Spiel, Glitztest und oder was weiß ich denn. Ne, und ja, jetzt fangen wir halt an mit die Sims 3 und Heavy Rain. Und morgen wird das nächste rauskommen. Ich würde sagen, diese mit diesem Spiel, das mache ich immer am Wochenende, da wo man viel Zeit hat. Entschuldigung. Und ja, also noch ein Nachteil ist, es lädt echt sekundenlang. Okay, jetzt steht da oben zwar die Sekunden, damit man weiß, ah, ist nicht abgekackt. Okay. Pause weg. Pause. Ach so. Okay. Ja. Oh, Entschuldigung, hat meinen Finger hervorragt. Also ist schon sehr realistisch zu dem Sims 3, Sims, generell Sims auf dem PC. Ja, du hast Nachbarn, du kannst in eine Stadt reisen, das können wir uns mal eben angucken. Auch hier hast du diese Option. Im Spiel kannst du auch umstellen. Hier Sims Lebensdauer und halt, ne? Gut, speichern. Achso, speichern tut man dann auch auf Start bei PS3. Speichern, Screenshot aufnehmen. Hört sich gut an. Hinweiseoption beenden und sowas, ne? Also, das lernt man. So, dann gehen wir mal zurück. Dann auf Select. Da hast du hier Live-Modus. Das ist das, wo wir jetzt gerade waren. Da kannst du wieder zurück ins Live-Modus. Dann hast du Stadtplan. Gucken wir uns mal eben an. Das ist der ganze Plan von der ganzen Stadt. Die ist zwar nicht so riesig, aber für ein PS3-Spiel ist das doch schon groß. Ne? Okay, so. Dann gehen wir auch mal da wieder zurück. Und dann gibt es halt den Bau- und Kaufmodus. So, wollte schon sagen. Da musst du eine. Wähle ein Objekt? Nein, wollen wir nicht. Zum Beispiel, wir wählen Katalog öffnen auf Viereck. Dann kannst du entweder kaufen. Kaufen kennt da ja. Sanitär, also Geräte und so. Oder ihr geht auf Bauen. Da kriegt ihr Zäune, Türen, Böden, Treppen und Dächer und hast du nicht gesehen. So. Haushaltinventar habe ich, glaube ich, nichts drin. Noch Würstchen, Eier, ach, das ist Kühlschrank. Ja. Naja, aber auch selbst da hat man Vorteile. Okay. Dann gehen wir zurück. Ja, wieder auf Select. Ach so. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Nochmal. Select. Dann hat man Landschaftsgestalten, heißt, du kannst die Landschaft gestalten, heißt hier mit, zeige ich einmal kurz, mit Böden sprühen und, ne, warte, oh, hier halt Böden sprühen, ne, naja, okay, Select, und dann gehen wir auf. Hier hast du das Tagesbuch, Tagebuch. Mysterium Tagebuch. Also ist auch noch nichts freigeschaltet. Du musst dich als Mysteriologe im Rathaus registrieren, um Meisterin untersuchen zu können. So, da ich aber das nicht gemacht habe und das mit euch dann irgendwann zusammen machen werde, momentan noch nicht. Dann gehen wir auf Select. Da haben wir Karma-Kräfte, die ich als positiv und als negativ sehe. Zum Beispiel, wendest du jetzt einen positiven Karma auf einen Sims, ja, derjenige, der das dann angewendet hat, der kriegt dann meistens die böse Strafe und dann gibt es Ärger. Also die Karma-Kräfte lasse ich meistens aus. Du kannst wirklich auf jemanden Hass schieben, aber wenn das zurückprallt, hast du die Schitte am Arsch hängen. Oh, das wollte ich doch gar nicht. So, und dann als gut zuletzt des Videos haben wir noch Herausforderungen. Habe ich 70 von 75.
Ja, Angelmeister, Eldritze und Fischeangeln und alles halt, ne? Naja, ich würde sagen, mit Sims 3 ist für jetzt Schluss und bis gleich. So, ihr könnt ja aufschreiben, wie euch dieses Video von den Sims 3 gefallen hat. Ob ihr Let's Plays davon haben wollt und ob ihr genau diese Nachteile und Vorteile seht wie ich. Naja, okay, bis gleich. So, und dann mal zum Heavy Rain. Das ist auch ein sehr tolles Spiel, weil ich sagen muss, 3D-mäßig. Echt gute Grafik. Leider wenig Missionen. Ja, was kann ich dazu sagen? Nix mehr. Kam, glaube ich, 2011 oder 12 auf den Markt. Ja, ist echt cool gemacht. Es geht um einen Jungen, der. Also fangen wir jetzt mal so an. Eine nette Familie und so, und dann die gehen einkaufen, Einkaufszentrum. Und ja, dabei rennt der Junge weg, rennt auf die Straße und der Vater ruft, wird überfahren und ja, seitdem ist die Familie getrennt gewesen. Dann kam der nächste Schicksal. Der andere Sohn von ihm wurde entführt und den musst du suchen. Wurde schön gemacht, echt geil das Spiel und ja, ich würde sagen, bis gleich im Spiel. So, herzlich willkommen wieder zurück im Spiel bei Heavy Rain. Ja, also, was ist denn jetzt los hier? Menü, Untertitel, Menü Deutsch, Untertitel kein, Menü Deutsch, ja, Audiosprache Deutsch, ja, ich weiß gar nicht, was das jetzt soll, hier die Frage. So, passen Sie die Kontrollstufe an, mit an den Originalfigur. Ich habe das Spiel schon 100 Mal durchgespielt und Schwierigkeit. Ja, ich spiele immer auf, keine Ahnung was. Ja, unten rechts ist jetzt das Ladezeichen gewesen und ja, Sony Computer Entertainment. Also selbst die Grafik, die ist echt genial, echt geil. So, Quantidorm Dream. Ist traurig, ist aber leider so. Ich sage also, die Bilder sind schon echt geil gemacht. Das ist jetzt so ein Vorspann. Der Vater liegt gerade im Bett. Sein Sohn hat heute Geburtstag. Er muss gleich Vorbereitung treffen. Du musst dich selbst rasieren. Also das kann ich ja gleich mal eben kurz zeigen. Jo. Das Spiel ist auf jeden Fall echt gut. So, hier zum Beispiel sollst du den rechten Controller-Maus ganz langsam nach oben ziehen, sodass er aufsteht. Die Nacht war hart, ich habe gesoffen. So, dann sollst du ganz vorsichtig aufstehen. Naja. Vater ahnt noch von gar nichts. Oh ja, das ist schlecht mit einer Hand hier, die ganze Kacke. Okay, doch geht. Dann sollst du dich. Oh, hallo? Dann. Oh, ich könnte echt manchmal kotzen. Dann sollst du dann nach oben und danach. Nochmal. Nach oben und nach hinten. Was soll der Scheiß? Nach oben und hinten wegziehen. So. Jetzt zieht er sich erstmal an. Nehmen Sie Ihre Zeiten, können Sie Ihre Zeiten. Egal. Duschen. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. So, das war schon mal die erste Antwort. So, dann musst du jetzt zur Dusche laufen, was mit einer Hand echt schwer ist. Da liegt ein Brief auf dem Boden. Nee, okay, ich wollte jetzt nicht so viel zeigen. Laufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Ich dich auch nicht. So, jetzt sollst du wieder aufstehen. Schön schnell, würde ich sagen. Ja.
Dann sollst du einmal nach dem Vogel gucken. Und ja, mehr will ich auch dazu nicht sagen. Ich gucke jetzt gleich einmal unter den Spieloptionen. Also die Grafik seht ihr, die ist echt bombastisch geil. Gut, richtig gut gemacht. Ja, okay. Dann gucken wir mal kurz nochmal bei dem Select-Taste. Da steht alles beschrieben. Gedanke, Steuerung, Bildschirm, Pause, Laufen, Kamerawechsel, Kopfbewegungs- und so weiter. Ne? Schütteln sollst du dann, bewege sie den Wireless-Controller schnell in die angezeigten Richtungen. Drücken Sie die Anzeigetaste, sobald sie erscheint. Okay, mehr will ich dazu auch nicht sagen. Dann gehen wir mal auf Start. Dann hast du einmal Spiel, Fortsetzen, Sprache, Schwierigkeitsgrad, Steuerung, Audio, Controller-Einstellungen und zurück zum Hauptmenü. Wir gehen zurück zum Hauptmenü und Vorschriften sollen nicht gespeichert werden. Das war jetzt nur für den Anfang. Ich habe das Spiel schon dreimal, glaube ich, durchgespielt, weil ich das so geil finde. Hä? Ich wollte doch... Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich nicht gelesen? Okay. Ich habe das Spiel dreimal schon durchgezockt. Fortschritte zum Speichern geht. Fortfahren. Ja. Okay. Das Spiel habe ich schon dreimal durchgezockt, weil das ist schon geil, aber nach dem dritten Mal wird es langweilig. Aber ich würde es mit euch gerne aufnehmen und Let's Play Style machen. Das wären dann auch mal eben so... Ja, nervt jetzt die ganze Zeit schon. Das wären dann auch mal eben so, ich würde sagen, ja, 80 Folgen würden das werden. Also heißt 80 Folgen, ne? Also 80 Tage oder so, kommt drauf an. Na, du hast zum Beispiel, hier, jetzt geht's los, Fortsetzen, das ist da, wo ich letztes Mal war. Da habe ich nämlich da neu angefangen, also heißt schon, das vierte Mal bin ich schon dran gewesen. Dann hast du den Ladebildschirm, Kapitel, da kannst du den Kapitel raussuchen, es gibt echt viele, ja, weil irgendwie ist das Spiel abgekackt bei mir. Also, dann hast du diese Option, die wir gerade hatten, und Extras. Bei den Extras, Bonusinhalte, kein Bonus freigeschaltet. Also ich habe keine Bonus freigeschaltet bis jetzt. Dann hast du Online-Geschäft, herausgeladene Inhalte und Trophäen. Ich würde sagen, wir gehen auf Online-Geschäfte. Nein, wollen wir nicht. Okay. Ich würde sagen, das war's dann auch wieder mit Heavy Rain. Na gut, das war's dann mit Heavy Rain und ja, wie ich sagen muss, ein richtig gutes Spiel. Hat man auf jeden Fall viel, da muss man nachdenken, überlegen, weil ich eigentlich nicht kann. Aber es ist schon echt mega geil und ich würde mich über Kommentare, Abonnenten und ja, und halt Likes und so freuen. Bis dahin, ich bedanke mich und bis zur nächsten Spieleaufnahme. Ciao, ciao.